100 Jahre ist es her, da fuhren sie aufs Meer. Wohin es ging, war ungewiss, den Sternen hinterher. Ihr Schiff, es wurde jede Sturm, ihr Ziel war unbekannt. Aber stachen wehen sie auf ins neue Land. Christoph Columbus und 30 Mann an Bord, stolz und todesmutig, so segelten sie fort. Christoph Columbus, er glaubte fest daran, dass weit hinterm Horizont ein neues Land sein kann. Die Angst fuhr mit bei Tag und Nacht, 12 Meter fuhr ich. Hunger, Durst und Not und Leid und noch kein Land in See. Doch eines Tages rief der Mann im Mast zum Kapitän. Hört, ich hab an Steuerbord ein neues Land gesehen. Christoph Columbus und 30 Mann an Bord, stolz und todesmutig, so segelten sie fort. Christoph Columbus, er glaubte fest daran, dass weit hinterm Horizont ein neues Land sein kann. Ein neues Land sein kann. Was ist euer Begehr, Columbus? Ich habe es eben erst erfahren. Unsere Akademie schickt ein Schiff nach Afrika. Ich möchte an der Expedition teilnehmen. Danke, dass ihr euch freiwillig meldet, Columbus. Aber wir haben unsere Offiziere bereits ausgewählt. Der verehrte Don Pedro wird das Schiff kommandieren. Ganz recht, Columbus. Und ich könnte niemals einen Schiffsoffizier mit euren schlechten Manieren an Bord dulden. Ihr habt ja nicht mal eure Mütze abgenommen. Bitte überdenkt es noch einmal. Ich habe es euch bisher noch nicht erzählt. Ich bin ein erfahrener Seemann. Das seid ihr? Ja, und Don Pedro ist das keineswegs. Moment. Don Pedro mag weniger Erfahrung haben, aber wir setzen volles Vertrauen in seine Fähigkeiten. Ihr seid ein fremder, niederer Herkunft. Wir würden euch niemals ein Schiff anvertrauen. Jetzt entschuldigt uns. Unverschämter Lümmel. Was der sich heraussieht, sollte ihn aus der Stadt werfen. Wartet! Ich habe eine Frage. Nun, und die wäre? Habt ihr auch weiterhin vor, mich ungerecht zu behandeln, nur weil ich von bürgerlicher genuesischer Herkunft bin? Welch impertinente Frage! Es ist keineswegs ungerecht, portugiesische Schüler euch vorzuziehen. Immerhin sind wir hier in Portugal. Ja, das weiß ich, aber ich hatte erwartet, dass Schüler hier gerecht und nach ihren Verdiensten beurteilt würden. Wenn ihr glaubt, in dieser Schule ginge es ungerecht zu, dann solltet ihr nicht hier studieren. Genug, ihr dürft euch entfernen. Wohl denn, ich gehe. O Herr, ich komme zu dir und bitte dich um deinen Rat. Mein Herz ist voll tiefer Enttäuschung. Ich wollte so gerne an der Nautischen Akademie studieren. Doch jetzt weiß ich, dass ich dort nicht mehr bleiben kann. Also werde ich wieder zur See fahren. Als ich nach Lissabon kam, fühlte ich, dass mich hier etwas Wunderbares erwarten würde. Etwas, das mein Leben verändern würde. Aber was? Ich wollte euch nicht stören. Oh, das habt ihr nicht. Ich wollte gerade gehen. Ihr verlasst die Nautische Akademie? Ihr habt eure Meinung also geändert? Nun, das nicht gerade... Nein, sagt nichts. Ein Seemann sollte nicht in einem Studierzimmer eingefärbt sein. Signor Rossi, hättet ihr eine Anstellung für mich? Sicher, sicher.
Nächste Woche läuft eins meiner Schiffe nach Italien aus. Nein, ich möchte auf dem Atlantischen Ozean sehen. Ach so. Die meisten Seeleute bleiben lieber auf dem Mittelmeer. Kann sein. Aber ich will Erfahrungen auf dem Atlantischen Ozean sammeln. Verstehe. Nun, ich bewundere euren Ehrgeiz. Aber auf dem Atlantik kann ich euch keinen Kapitänsposten anbieten. Nur den des ersten Mats. Nehmt ihr den Posten an? Oh ja, natürlich, Signor Rossi. Von Herzen gern. Christoph. Ja. Pater Martins, ich wollte euch heute Nachmittag noch aufsuchen. Und ich weiß weshalb. Pater Mendez sagte mir, ihr wollt die Nautische Akademie verlassen. Ja, doch vorher wollte ich euch noch für eure große Freundlichkeit danken. Es ist ein Vergnügen, einem fleißigen jungen Mann wie euch zu helfen. Man hat euch während eures Aufenthaltes hier nicht immer gut behandelt, aber ich hoffe, ihr vergebt denen, die euch kränkt. Sie sind nicht böse, nur unwissend. Nun denn, Christoph lebt wohl und viel Glück. Ich danke euch. In der heutigen Stunde werden wir als erstes die neuesten Fortschritte durchnehmen, die portugiesische Entdecker bei ihren jüngsten Fahrten auf dem Atlantischen Ozean gemacht haben. Beginnen wir mit Gomes und seiner Entdeckung der Goldküste. Die Bibliothek. Ich werde sie vermissen. Verzeiht, sucht ihr etwas? Guten Tag. Guten Tag. Nun, es gibt ja ein gewisses Buch über Madeira. Ihr meint sicherlich das Leben auf Porto Santo, nicht wahr? Eben dieses. Ich kann euch genau sagen, wo ihr es findet. Es liegt hier. Danke, aber seid ihr euch auch sicher, dass ihr es nicht mehr braucht? Ja, dessen bin ich mir ganz sicher. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, kann ich es sehr empfehlen. Es ist in klarem Stil geschrieben und sehr lehrreich. Es beschreibt die Insel Porto Santo in allen Einzelheiten. Obwohl ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ihr euch für eine kleine Insel im Atlantischen Ozean interessiert. Oh, ich interessiere mich brennend für diese kleine Insel. Ihr müsst wissen, ich bin dort geboren. Ihr seid dort geboren? Wie aufregend, jeden Morgen aufzuwachen und vom weiten Meer umgeben zu sein. Oh, es war wunderbar. Liebt ihr das Meer auch so sehr? Ja, ich bin Seemann. Ihr müsst ein aufregendes Leben führen. Naja, letzthin war mein Leben nicht besonders aufregend, denn ihr müsst wissen, ich habe hier an der Nautischen Akademie studiert. Welches Glück ihr habt. Ich würde auch gerne studieren, wenn die Akademie junge Frauen aufnehme. Aber sie tut es nicht, also lese ich. Zuletzt habe ich Marco Polos Beschreibung der Welt gelesen. Oh, das. Ich hörte, es sei voller Märchen, Fantasiegeschichten über exotische Länder und ferne Ozeane. Für solch einen Unsinn habe ich nun wirklich keine Zeit. Unsinn? Ihr tut diesem Buch zutiefst Unrecht. Wenn ihr euch die Mühe gemacht hättet, es zu lesen, anstatt auf andere zu hören, dann hättet ihr seinen wahren Inhalt selbst erkannt. Die Beschreibung der Welt ist ein faszinierendes Buch, das müsst ihr mir glauben. Oh, ihr müsst mir verzeihen. Ich fürchte, ich habe mich etwas hinreißen lassen. Wisst ihr, mein verstorbener Vater hat das Buch sehr geschätzt. Philippa, meine Liebe. Ich bitte tausendmal um Vergebung, dass ich euch warten ließ. Ihr müsst doch müde sein. Erlaubt mir, euch nach Hause zu geleiten. Martha, sag meinem Kutscher, er soll vorfahren. Ja, Don Pedro, sofort. Wie ich sehe, seid ihr in Gesellschaft, Philippa. Oh ja, dieser Herr half mir, ein Buch zu finden. Nun, der junge Mann erscheint mir sehr galant. Wohlan denn? Nun, wollen wir gehen? Ihr Name ist Philippa. Sie sprach von Marco Polos Schriften.
Christoph, ich bin wieder da. Christoph! Sei gegrüßt, Bartolomeo. Was liest du jetzt schon wieder? Ich lese ein wunderbares Buch. Ach, und wer hat dieses wunderbare Buch geschrieben? Marco Polo. Hm? Ja, ist das denn zu glauben? Du liest die Beschreibung der Welt, wo doch jedes Kind weiß, dass das lauter Ammenmärchen sind. Genau das dachte ich auch immer, bis ich anfing, es zu lesen. Es ist ein faszinierendes Buch und voll von Wissenswertem über den Orient. Hm, du erstaunst mich doch immer wieder, Christoph. Wer sonst außer dir würde ein Buch von Marco Polo lesen? Naja, viel Spaß dabei. Ich leg mich schlafen. Hm. Vita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Oh, Christoph, was hast du denn, Christoph? Ist dir nicht wohl? Mir ging's noch nie in meinem Leben besser. Oh, verzeih. Erlaub mir, bitte. Christoph, warte! Martha, würdest du so gut sein und die Kutsche... Guten Morgen. Oh, guten Morgen, Senior... Columbus. Mein Name ist Christoph Columbus. Senior Columbus, ich bin Felipa Moniz de Perestrello. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Als ich euch eben sah, drängte es mich, euch zu sagen, dass ich euren Rat beherzigt und Marco Polos Buch gelesen habe. Es war faszinierend. Oh, hat es euch wirklich gefallen, mein Herr? Ja, sehr. Oh, ich erinnere mich. Ich war nicht sehr höflich, als wir darüber sprachen. Oh, das ist schon vergessen. Ah, so. Es war ein wunderbares Buch. Wenn ich bedenke, dass ich es niemals gelesen hätte, wäre ich euch nicht begegnet. Gnädiges Fräulein. Oh ja. Ich fürchte, ich muss jetzt gehen. Aber ich sehe euch doch hier nächsten Sonntag. Oder sogar früher, wenn ihr mir erlaubt, euch einmal zu besuchen. Oh, das wäre schön, obgleich meine Mutter... Gnädiges Fräulein, die Kutsche wartet schon auf euch. Danke, Martha. Wenn ihr mich besuchen wollt, fragt nach dem Haus der Familie der Perestrello. Oh. Armer Christoph. So wie es aussieht, scheint dich die junge Dame ja ziemlich in ihren Bann geschlagen zu haben. Wer ist sie? Felipa Moniz de Perestrello. Sagtest du Perestrello? Christoph, die Perestrellos sind von edler Herkunft. Sie gehören zu den besten Kreisen Lissabons. Das kümmert mich nicht. Dich nicht, sie umso mehr. Du solltest Felipa auf der Stelle vergessen. Sie vergessen? So ist es. Verstehst du denn nicht? Du bist ihr nicht ebenbürtig. Ungeachtet dessen, was du für sie empfindest, ihre Familie wird dich niemals in ihre Nähe lassen. Vermutlich hat man schon einen Mann für sie ausgewählt. Und er ist ein Adliger, da kannst du sicher sein. Vergiss sie zu deinem eigenen Wohl. Ich möchte... Wessen Kutsche mag das sein? Guten Tag, mein Name ist Christoph Columbus, Signora. Und was können wir für euch tun, Signor? Ich wollte Signorita Felipa einen Besuch abstatten, wenn es erlaubt ist. Meine Tochter hat heute Nachmittag schon Besuch. Dann könnte ich vielleicht etwas später... Nein, ihr werdet nicht wiederkommen. Aber ich... Junger Mann, meine Tochter Felipa ist eine vornehme Dame von hohem gesellschaftlichem Rang. Es wäre nicht schicklich, für sie mit einem Bürgerlichen zu verkehren. Belästigt uns nicht mehr. Wartet, wenn ich sie nur einen Moment...
Meine göttliche Felipa, nächsten Monat um diese Zeit werde ich als Kapitän eine Karavelle befehligen, die zur Küste Afrikas segelt. Ach, meine Ärmste, ich weiß, ihr werdet mich schrecklich vermissen. Aber ich muss es tun, zur Ehre Portugals und natürlich auch, um mich mit Ruhm zu bedecken. Und wenn ich zurückkehre, meine himmlische Felipa, werdet ihr die Ehre haben, meine Gemahlin zu werden. Oh, Mutter, wer war an der Tür? Ein aufdringlicher junger Mann namens Christoph Kolumbus. Ich gab ihm zu verstehen, dass du Besuch hättest, meine liebe Felipa. Er schien sehr enttäuscht zu sein. Sagte er, wann er wiederkommen würde? Meine Liebe, er wird nicht wiederkommen. Versucht, Felipa im Haus ihrer Familie zu besuchen? Ja, das habe ich, aber ihre Mutter hat mich abgewiesen. Ach, wie konntest du nur so verwegen sein? Du hast gegen die Etikette verstoßen. Wen kümmert das? Ich wollte sie sehen. Aber sie ist bereits einem Mann versprochen. Was? Woher weißt du das? Als ich merkte, dass du dich für sie interessierst, habe ich Erkundigungen eingezogen. Ihr Verlobter ist ein Adliger und Schüler der Nautischen Akademie. Don Pedro Dulmo. Ah, er war also der Besucher. Kolumbus! Schön, dass ich euch antreffe. Ich habe eine Aufgabe für euch. Eine Fahrt auf dem Atlantik und sie wird euch weit nach Norden bringen. Nach Norden? Was? Das Schiff geht erst nach England. Von dort aus wird es bis hinauf nach Island segeln. Glaubt ihr, euer Bruder wird annehmen, Bartholomew? Mhm. Natürlich nehme ich an. Es geht über den Atlantik. Wenn das so ist, erwarte ich euch gleich morgen früh in meinem Kontor. Oh, es gibt Verträge zu unterzeichnen, Karten zu studieren. Und ich bin sicher, ihr wollt auch einen Blick auf das Schiff werfen. Habe ich recht? Ja. Dann ist es abgemacht. Ihr werdet einen ausgezeichneten ersten Mat abgeben. Danke. Wann laufen wir aus? Übermorgen mit der ersten Flut, mein junger Freund. Verzeiht, Signor Rossi. Das ist aber sehr kurzfristig. Ja, aber der Posten wurde heute erst frei. Der angeheuerte Mat ist erkrankt. Wie auch immer, abgemacht. Ich nehme an. Christoph, bist du dir da wirklich sicher? Nun denn, dann sehe ich euch morgen früh frisch und munter in meinem Kontor. Noch eins, Kolumbus, wenn ihr mir erlaubt, euch einen guten Rat zu geben. Nehmt warme Kleidung mit auf die Reise. Denn wo ihr hinfahrt, da zittert nämlich ein Mann stärker als die Spanten seines Schiffes, wenn er nicht warm angezogen ist. Stärker als die Spanten seines Schiffes, das ist köstlich. Willst du sie also nicht anders überlegen? Nein, Bartholomew, ich habe mich entschieden. Wieder zur See zu fahren ist das Beste, was ich tun kann. Aber Christoph, das sieht dir doch gar nicht ähnlich. Du gibst einfach auf. Was redest du da? Ich rede von Felipa. Du gibst dich nach einer einzigen Niederlage schon geschlagen? Nein, sie bedeutet mir zu viel, als dass ich sie kampflos aufgeben würde. Also habe ich beschlossen, einen anderen Weg zu gehen. Einen anderen Weg? Mhm. Philippas Mutter stellt sich zwar zwischen uns, aber ich kann sie wenigstens wissen lassen, was ich für sie fühle. Aber wie? Ich habe ihr geschrieben, aber ich brauche dich, um den Brief zu überbringen. Ich hätte es wissen müssen. Du gibst nicht auf, bis Felipa dir ihr Herz geschenkt hat. Keine Sorge, sie wird diese Zeilen erhalten. Angebetete Felipa, morgen werde ich zu einer mehrmonatigen Schiffsreise aufbrechen. Bevor ich fahre, sollt ihr wissen, dass ich seit unserer ersten Begegnung nur noch an euch denken kann. Ich weiß, dass eure Mutter mich ablehnt. Aber bis ich von euch höre, werde ich weiterhin die Hoffnung hegen, dass ihr eines Tages vielleicht einen gewöhnlichen Seemann mit Namen Christoph Kolumbus lieben könntet. Verstaut die Wasserfässer Steuerbord im Laderaum, Männer! Das Großsegel hissen!
Anker lichten! Schief! Die Rahen sind gehisst und der Anker ist sicher verteut, Herr. Ihr könnt ablegen, wann immer ihr es befehlt. Kapitän, das Schiff ist bereit zum Auslaufen. Gib Befehl zum Auslaufen, Kolumbus. Ja, Kapitän. Los, Männer, Großsegel setzen! Ho! 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 Sie hat mich gefasst! Ja! Ich werde auf dich warten.